Wunderschön und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forest Village. Wir sind dabei stehen geblieben, wirklich den harten Winter gerade so zu überleben. Wir haben leider eine Person verloren. Aber nichtsdestotrotz ist der Sommer für alle anderen wieder angefangen und wir sind fleißig dabei zu malochen und zu ackern. Der Flachs ist bald abgeerntet, da sind wir letztes Mal bei stehen geblieben. Und was ich vergessen habe zu erwähnen war, dass mir auch geschrieben wurde, wenn ich Heu haben möchte, so jetzt habe ich es auch, da muss ich hier einfach Gras anpflanzen, ne? Es macht ja auch Sinn, hier steht, gibt es ja auch da Flachs, Gras, Pups, dann würde ich halt Heu kriegen, da sind wir momentan bei Null, aber Gräser wachsen auch so bei uns und ich würde gerne einfach mal sagen, hier nochmal Gräser entfernen. Okay, die wachsen hier nicht einfach so bei uns. Okay, gut, warum auch, ne? Warum sollte hier einfach irgendwo Gras wachsen? Könnte man ja von ausgehen, wenn die Bäume so in den Himmel sprießen, dann wird das natürlich eher so sein, dass wir sagen, wenn hier der Flachs weg ist, möchte ich trotzdem erst Kartoffeln anpflanzen. Und dann würde ich hier eventuell fürs nächste Jahr ein kleineres Feld machen, vielleicht 15 auf 15 oder 12 auf 12, wie auch immer, um dann sagen zu können, da wird Gras angepflanzt. Ne? Nur so ein kleines Feld hier am Rand, aber ich habe halt gedacht, hier den Weg, hier das nächste Feld gegenüberliegend, müssen wir mal gucken, wie groß wir das dann ziehen. Das ist wirklich schon ein Riesenfeld, was wir hier haben. Das vielleicht ein bisschen übertrieben. Sonst wird hier hinten noch schön unsere Schneiderei fertig gebaut. Da fehlt aber irgendwas an Ressourcen. Was ist das denn? Achso, Bauvorschritt. Achso, okay. Stein fehlt. Okay. Stein fehlt. Das ist doof. Das müssen wir irgendwie ändern. Haben wir hier noch Steine? Nicht so viele, ne? Nicht so viel Stein. Nicht so viel bis fast gar nichts mehr. Also in nächster Nähe. Gut, wir haben jetzt gesagt, sammelt mal Steine ab. Unter anderem. Ja, gut, alles klar. So sollen die das machen. Wir werden im Winter leider halt den Steinbruch auch irgendwie mal aktivieren müssen. Ich hoffe, dass der Schneider aber fertig wird. Wenn der jetzt einen Bauauftrag hat und nichts zu tun hat, dann sammelt der, ne? Dann sammelt der Steine, oder? Nehmen wir mal raus, vielleicht wird er dann als Sammler eingestuft. Genauso wie wir da noch Erze brauchen und Lehm brauchen. Also wir brauchen ziemlich viel eigentlich. Dafür ist das schwierig, ist schwierig. Dafür fehlt halt einfach dann das Personal. Hier wird jetzt ein Baum gefällt, das ist auch okay. Wir haben auch null Holz. Weil ich da halt einen Förster rausnehmen musste, ne? Ich musste da ja einen Förster rausnehmen. Und dann werden die halt das priorisieren, ne? Dann werden die hier drüber priorisieren. Und halt dann Holz holen, was dann auch immer anliegt. Hier soll kein Flachs mehr angepflanzt werden, sondern ihr sollt hier bitte Kartoffeln anpflanzen. Machen die jetzt so ein Halb-Halbfeld oder gibt es da jetzt nur Flachs? Muss mal gucken. Warte mal, ich klicke die mal an. Samen säen. Ich weiß nicht was. Was machst du? Auch Samen säen. Oder nehmen die das jetzt erst wieder alles raus und müssen dann Kartoffeln pflanzen? Aber prinzipiell kannst du ja auch halb-halb machen, ne? Ne, die hauen hier überall jetzt Flachs nochmal rein. Schade. Na gut, okay, dann können wir uns sicher sein, dass wir da genug haben. wir gucken uns das mal an, die setzen jetzt nochmal Flachs rein, das ist doof, das wird uns den Winter nicht erleichtern, muss ich ehrlich sagen. Das wird uns den Winter nicht erleichtern. Das ist jetzt nämlich schon Herbstbeginn. Dann ist das für die nächste Periode drin, ne? Kartoffeln. Ah gut, okay, dann haben wir auf jeden Fall genug Flachs, dass die damit arbeiten können. Wir brauchen Steine. Wir brauchen Steine. Steine und Holz. Ich lasse die hier auch weiter durcharbeiten. Wir brauchen viel, viel, viel mehr Brennholz als das, was wir da jetzt gerade haben.
Da müssen die ein bisschen mehr ranklotzen. Sonst eigentlich recht idyllisch, ne? Wenn man das so, die Probleme im Winter mal außer Acht lässt. Ich hätte nicht so früh den Kräutergarten bauen müssen. Der war überflüssig. Den hätte ich nicht bauen müssen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ne? An Prioritäten, die man baut. Aber so ist das erstmal okay, ne? So ist das okay. Wir kriegen jetzt Holz dazu. Falls es dann kälter wird, wir haben auch genug Flachs, damit wir dann hier ein paar Klamotten schneidern können. Wenn unsere Jugendlichen ins arbeitstüchtige Alter kommen, möchte ich mal sagen, weil momentan stehen die halt immer noch hier einfach nur so rum und essen und machen sonst halt nichts. Ja, das wäre natürlich schon schöner, ne? Wenn wir dann nochmal ein, zwei Erwachsene dazu kriegen würden. Ich meine, Jugendliche, ich weiß gar nicht, in welchem Alter die denn sind, ne? 4. Okay. Ja, 4 und jugendlich, hallo? Ist halt ein bisschen anders bei denen. Aber okay, so wird das wohl nach und nach was werden. Nahrungstechnisch gefällt mir das halt überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich da jemanden aus dem Feld rausziehen will. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich sollen die da weiterarbeiten. Ich glaube, wenn die jetzt das Feld gesät haben, dann machen die auch andere Aufgaben, ne? Wenn die das Feld gesät haben, dann machen die Aufgaben, die so über sind, würde ich mal fast sagen. Die Bäume kippen halt zum Teil einfach um, ne? Werden dann nicht abgearbeitet, sondern die kippen halt einfach zusammen. Ich finde das schade, dass ich hier nicht sagen kann, sammel mal Kräuter und so ein Kram hier ein, ne? Das ist so wie hier. Kann ich halt nicht sagen, sammel das mal weg. Ist halt Holz. Ja, nee. Ein Holz. Können wir drauf verzichten. Fleisch geht wieder, ne? Fleisch geht wieder. Das liegt jetzt daran, weil wir auch halt Gemüse dazu kriegen. Dann geht das einigermaßen mit dem Fleisch. Die bewässern. Die bewässern das Feld. Ja. Die bewässern das Feld und arbeiten da ein bisschen drauf. Das ist okay. Das ist okay soweit. Wir könnten hier nochmal ein bisschen die Bäume entfernen. Und ich würde schon mal fast sagen, ich ziehe hier gegenüber einen Bauauftrag als Feld rein. Ich kann das ja pausieren. Ich könnte das ja pausieren. So, hier soll die Straße hoch. Ja, hier ist doch die Straße gewesen. Moment, ich zoome mal nochmal ran. Upskidi. Hier ist die Straße, die hatten wir 2. Das heißt, wir könnten ab hier das Feld setzen. So, ich möchte das gerne relativ gleich breit haben. So ist es gleich breit. Wenn wir sagen, wir machen das hier so 15 auf 15, wäre halt ziemlich klein, ne? Das wäre halt wirklich sehr klein. Ich glaube, ich mache das auch 15 auf 20 groß. So, und da sage ich bitte das Feld. Jetzt natürlich nicht, weil da fehlt halt einfach, wie gesagt, das Personal, ne? Da können wir uns das auch nicht aus Rippen schneiden. Da müssen sie halt mal ran. Oh, ein Sturm zieht auf. Es soll auch Überflutungen geben, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe in den Katastrophen. Da siehst du? Siehst du hier, wie das ansteigt? Das wirkt so, ne? Das wirkt fast so. Als ob wir da Probleme kriegen könnten. Schützt uns so eine Mauer? Also würde uns eine Mauer davor schützen? Dass ich sage, ich ziehe hier mal eine Mauer lang? Irgendwann, ne? Irgendwann, falls wir das alles so langsam überleben. Ich frage mich, warum das Brennholz nicht mehr wird, ne? Wir haben da eine Person, die arbeitet und wir sind schon eine ganze Zeit bei 180. Es ist zu kalt. Oder es wird langsam zu kalt. Deswegen sage ich den bitte jetzt direkt absammeln. Ich konnte nicht vorspulen. Ach, weil ich außerdem Pause gedrückt habe. Hoppala. Okay. Muss ich jetzt hier nochmal sagen, absammeln? Ne, machen sie. Okay. Weil bevor uns das alles jetzt abfriert, das ist eh nicht so viel geworden, wie wir wollten. Aber dann kriegen wir ein bisschen was und dann ist das, glaube ich, ganz gut.
Dann werde ich auch gleich nicht nochmal sagen, bitte nochmal neu aussäen. Das war doof. Also da hätte ich halt gerne Kartoffeln, ne? Hätten jetzt nochmal irgendwie 600, 700 Kartoffeln reingebracht. Vielleicht nicht so viele, vielleicht auch nur 200 oder 300. Das würde halt schon mal ein bisschen helfen, ne? Das würde ein bisschen helfen, weil das wirklich bei uns ist minimalistisch momentan, ne? Momentan ist halt wirklich auf Anschlag, möchte ich mal sagen. Und ich denke, dass wenn wir da hinten die Jagdhütte bauen... es wird schwierig, es wird schwierig. Weil die Leute sich auch so viel Zeit lassen, älter zu werden. Werdet schneller alt. Also nicht zu alt, aber kommt ins arbeitstüchtige Alter. Schneller, bitte. 7 Jugendliche, ne? Das ist das, was uns wirklich, wirklich die Haare vom Kopf frisst. Also ich meine, ich weiß, wie ich als Jugendlicher war. Und ja, doch. Da kann man gut essen, ne? Das ist dann halt einfach so. Dann müssen wir das mal eben managen. Dann haben wir 14 Leute, die arbeiten können. Ja, Winter fängt an. 0 Grad, noch geht's. Noch können die hier was runterholen. An Flachs. Jetzt ist er weg. Alles klar, jetzt ist er kaputt. Dann werden wir auch die Sammlerhütte geht nicht mehr. Wenn wir mal eben kurz das hier managen. So, wo bist du denn da? Da zwei raus. Dann werden wir hier einen reinstecken, da einen reinstecken. Dann nehmen wir zwei aus der Sammlerhütte raus. Stecken nochmal einen hier rein. Nochmal einen Bäcker. Und dann würde ich sagen, den einen... Siehst du, jetzt fürs nächste Mal sind hier Kartoffeln geplant. Den einen werden wir so lassen. Der soll hier rumlaufen und noch ein paar Sachen erledigen. Aber wir haben jetzt Angler drin. Die Jäger haben wir auch voll besetzt. Bäcker haben wir drin. Holzhacker, da könnten wir noch einen mehr reinstecken. Ich glaube aber zwei müssten grob reichen, ne? Oh, das wird wieder interessant. Der Winter wird wieder... Kannst du da oben mal weggehen, bitte? Danke. Ich dachte, mit Rechtsklick kriege ich das wohl raus. Der Winter wird wirklich interessant werden. Können wir die Jagdhütte einfach bauen? Ne, da fehlt uns Heu für. Das kriegen wir dann, wenn wir das Feld fertig haben. Okay, okay. Das heißt, wir müssen priorisieren das hier. Ziehen wir den Bauarbeiter rein, wir haben die Sachen. Habe ich nicht drauf geachtet. Mist. Wir hatten die Steine, dann haben die direkt hier hingebracht. Zwei Bauarbeiter haben wir. Deswegen ziehen wir beide zum Arbeiten da rein. Dass sie die Schneiderei fertig kriegen. Die müssen jetzt die Schneiderei fertig kriegen. Ich bin halt wirklich... Die Zahlen oben, sobald wir dann gleich noch einen mehr kriegen, es müsste gleich der nächste erwachsen werden. Dann werden wir den hier unten fürs Feuerholz reinstecken. Und dann müssen wir uns wahrscheinlich nochmal einen neuen bauen, ne? Einen neuen Holzhacker. Ja, wir müssen gucken, wir müssen gucken. Zur Not ziehe ich einen Bauarbeiter raus. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die arbeiten. Kann ich die so anklicken und dann sehen, wo die sind? Feld. Bauen die jetzt das Feld? Ja, eigentlich sollen die hier bauen. Zwei. Siehst du jetzt? Jetzt sind sie hier drin. Jetzt sind sie hier drin. Dann waren die, glaube ich, gerade oben bei dem Feld, ne? Jetzt sind sie aber hier. Jetzt ist hier nur so ein Symbol. Das heißt, dass die dann hier wo, glaube ich, bauen müssten. Nochmal hier wegen dem Feld. Das sind auch zwei. Einer. Hier ist auch einer. Okay, die teilen sich wohl auf. Die teilen sich wohl auf, was das betrifft. Ha, das ist okay, aber ich möchte eigentlich möglichst schnell den Schneider fertig haben. Ich kann halt nirgendwo Leute abziehen, ne? Ich kann nirgendwo andere Leute abziehen. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Wir brauchen da eine schöne Mischung aus Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch,
Brot ein bisschen, da haben wir jetzt zwei Bäcker, das ist schon mal gut. Oh, dann hoffe ich, dass wir den Winter einigermaßen überstehen. Es ist jetzt erst Winteranfang, ne? Das heißt, die verbrauchen noch mehr Brennholz. Oh, 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 ich sehe es kommen. Ja, die arbeiten hier. Die arbeiten hier. Okay, Feld ist fertig oder wird fertig gebaut. Sobald das fertig gebaut ist, werde ich da Gras anpflanzen. Hier kommt nächstes Mal Kartoffeln. Hier wird Gras drin gebaut werden. Ist nicht so ein großes Feld, aber hier soll dann Gras drin gemacht werden. Das kann ich ja gleich schon befehlen. Das wären dann prinzipiell, ich weiß gar nicht, wie viele hier arbeiten könnten. Achso, sehe ich jetzt auch noch nicht. 140 Brennholz. Nahrung ist okay. Nahrung ist okay. Nahrung ist okay. Ich bin so ein bisschen angespannt, weil ich nicht keine Lust habe, nochmal Leute wieder durch Erfrierungen zu verlieren. Das war chaotisch. Der Anfang in der letzten Folge, das war wirklich sehr chaotisch. Aber guck dir das mal an. Wir haben so viele Fälle und etc. Also, wenn wir dann irgendwann eine Karawane kriegen oder so ein Kram, damit wir dann auch Sachen handeln und tauschen können. Ich glaube, das kann gut werden. Ne? Der Anfang war jetzt ein bisschen holperig. Ich frage mich auch, wann die erste Katastrophe kommt. Ich bin jetzt nicht so drauf, dass ich sage, yay, die muss jetzt kommen. Aber ne, so ein bisschen. So, jetzt haben wir noch einen über. Den werde ich auch fürs Bauen erstmal eintragen. Erstmal fürs Bauen. Wenn ich sehe, dass wir hier auf die 100 kommen, nehme ich den raus. Für Brennholz. Nehme ich den raus und werde den für Holzhacken einstellen. Weil die Ressourcen sind hier vorhanden. Hier sind sie vorhanden. Hier oben nicht. Ah, da ist auch der dritte gerade am Bauen. Und hier sind die Ressourcen, glaube ich, auch nicht komplett. Ne, siehst du, da fehlt Lehm. Und halt Heu. Für den Schmied. Das ist aber okay. Wenn das Ding fertig ist, dann kriegen wir das hin. Wenn das Ding fertig ist, kriegen wir das hin. Die müssten dann ja quasi gleich hier runter wandern und den Schneider fertig bauen. Prinzipiell, ne? Prinzipiell müssten die das tun. Wir sind jetzt mitten im Winter angekommen. Ja, sehr geil. So, und hier wird jetzt nächstes Mal Gras angepflanzt. Dann mache ich jetzt okay. Und wir bräuchten in Summe 7 Feldarbeiter. Das könnten wir eventuell gestemmt kriegen. Noch einer mehr. Noch ein Erwachsener mehr. Du wirst jetzt anfangen, Holz zu hacken, weil wir bei 100 angekommen sind. Wir sind bei 100 Brennholz angekommen. Fünffache Geschwindigkeit ist für euch okay, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht in den vorherigen Folgen mal geschrieben habt. Wie gesagt, ich produziere ein bisschen vor. Ich hoffe, fünffache Geschwindigkeit ist okay. Das ist jetzt nicht am Rasen, aber es ist halt auch nicht ultra langsam, ne? Sag ich mal so. Ja, hier fehlen Ressourcen. Ihr könnt aber hier bauen. Mögt ihr hier bauen? Bauvorschritt 0 von 17. Wieso baust du denn da nicht? Jetzt tragen die wahrscheinlich erst wieder Kram nach da oben. Wieso baust du nicht hier an der Schneiderei? Das verstehe ich nicht. Personen, die diesen Beruf arbeiten. Aktuelle maximal im Gebäude. Achso, 3. Du sollst aber hier bitte arbeiten. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, finde ich schwierig. Kann ich das priorisieren irgendwie? Nee, ne? Gibt es hier irgendwo einen Tab? Ressourcengrenzen, Minikarte, Tipps. Achso, markiere einen Bereich, um die Priorität zu erhöhen. Priorität in diesem Gebiet erhöht. Müsste jetzt ja sein, dass sie sagen, hier bauen wir, ne? Oder? Geht das so? Markiere einen Bereich, um die Gebäude- und Sammelpriorität zu erhöhen. Ihr sollt wohl den Schneider fertig bauen. Wo ist denn euer Problem? Mögt ihr den Schneider fertig bauen? Was macht ihr denn? Also ich bin gerade irgendwie... irgendwie bin ich... Bauvorschritt 0. Bauvorschritt 0. Und hier auch 0. Was machen die Bauarbeiter denn dann? Hm.
gerade, übersehe ich hier irgendwas? 80 von 80, 90. Ach, hier, Lehm. Lehm fehlt. Okay. Kein Wunder, dass die nicht bauen können. Dann kloppt ihr Steine bitte. Ja, komm, dann geht ihr alle Steine kloppen. Ah, Mist. Lehm fehlt. Okay, wir brauchen eine Lehmgrube. Ich gucke mal nach. Lehmgrube sammeln. Was war hier hinten bei Ressourcen? Stein haben wir. Bergwerk. 44 nur. Brauchen wir auch, ne? Lehmmine. Okay, wir gucken jetzt, wo wir uns hier die Lehmmine hinsetzen. Hier ist der Schmied, der da hin soll. Die Lehmmine. Hier hinten vielleicht? Ein bisschen weiter weg. Guck nochmal eben Interesse halber. Ich glaube 5800 Lehm könnten wir hier rauskriegen. Ja? Haben aber auch viel zu wenig Holz. Aber dann setze ich das hier hin. Ich werde... Ach, jetzt habe ich das wieder geschlossen, den Tab. Ich weiß gar nicht, warum ich den so oft schließe. Ich werde nochmal sagen, Bäume fällen. Wir brauchen nämlich viel mehr Holz. Leider. Da ich nicht möchte, dass unsere Leute so weit laufen, lasse ich die das hier machen. Und ich werde mal eben einen aus der Steinmine rausnehmen. Dann soll der hier einfach ein bisschen Holz hacken und all so ein Kram. Ja gut, schade. Dann brauchen wir Lehm. Und wir brauchen unbedingt Gras. Aber das wird hier gepflanzt. Das wird hier gepflanzt. Holz ist schwach wieder, ne? Schwach wieder. Brennholz, wir sind immer noch mitten im Winter, ne? Brennholz von 40 nur. Ah, wir gucken. Wir gucken mal, wie sich das hier bei uns entwickelt. Noch sagt keiner, hallo, ich erfriere. Und noch ist auch unsere Nahrung einigermaßen gut. Da habe ich letztes Mal den Rhythmus irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Winterende. Okay. Winterende und noch 40 Brennholz vorhanden. Das ist doch schon mal hallo. Also, ne? Ein bisschen, wer liebt das Risiko denn weniger als ich? Aber das ist gut. Das ist okay so. Die Lehmmine, da fehlt halt Holz, ne? Da fehlt halt Holz für. Deswegen soll das gehackt werden. Wäre kein Problem. Dann hätten wir hier die Lehmmine. Wenn die aufgebraut ist, reiße ich die halt ab, ne? Dann kann ich da andere Sachen hinsetzen, hinbauen, wie auch immer. Und dann müssen wir auch mal gucken, wenn jetzt mal, ich baue keine neuen Häuser. Ich sollte aber ein bestimmtes Haus bauen, ne? Herberge glaube ich nicht, weil da die Geburtenrate auch so schlecht ist. Aber so ein Haus wäre auf lange Sicht halt das, was wir wollen, ne? Dann müssen wir gucken, bauen wir hier ein Haus, reißen andere ab, dann können die da einziehen, sag ich mal ganz doof, von der Theorie her, wenn das so funktioniert. Wir sind bei 60 Holz wieder, 60 Brennholz. Da war gerade irgendwo dann also ein kleiner Engpass. Ah, so geht's, ne? So geht's. Wir haben hier eine Person, die am Ackern und am Machen ist. Hier, da, da, da. Das ist so ein Tier. Das ist so ein... Kann ich nicht anklicken, aber das ist so ein wildes Ding, ne? Was durch die Mods jetzt auch genutzt werden kann. Guck mal, 408 Wolle. Leute, ich glaube, es geht langsam bergauf bei uns. Ist eigentlich schön, ne? Mit so einem Sonnenaufgang, wenn das so durch die Baumkronen bricht mit dem Licht. Hat was, ne? Mögen die auch älter werden? Oh, wir haben wieder ein Kind gekriegt. Jugendliche ist älter geworden und kann jetzt mit... Achso, Gebäude. Ich habe gerade gesagt, kann mit einem Gebäudepriorität anfangen. Was, hä? Kann mit der Arbeit beginnen, ja. Gut, das haben wir herausgefunden. Ganz gut, ne? Ist ganz gut. Geil, oder? Nahrungstechnisch super. Also wir haben wirklich die Kurve noch gekriegt. Ich hatte in der letzten Folge erst gedacht, da ist jetzt aus. Jetzt ist aus. Alle erfrieren hier. Alle hatten Probleme mit Kälte, Nahrungseng, alles doof. Aber geht. Geht langsam. Wir haben unsere Berufe gut verteilt. Und wie gesagt, sobald Frühlingsbeginn, wir müssen gleich für die Felder wieder aussorgen. Dann ziehe ich die Leute hier aus der Steinmine raus. Und werde denen dann sagen, Feld. Ab aufs Feld mit euch.
sobald es die Zeit hergibt, ne? Sobald es die Zeit hergibt, und wenn es dann auch wärmer wird, dann ziehe ich auch hier wieder zwei raus. Erstmal. Dann haben wir 2, 3, 4, 5 Leute, die arbeiten können. 6, dann haben wir die Felder relativ gut besetzt. Ne? Wir brauchen aber auch. Wir brauchen auch Sammler. Ah, erstmal versuche ich jetzt das so langsam zu managen mit unserem Personal, was wir jetzt haben. Bäcker würde ich dann wahrscheinlich auch einen rausnehmen wieder. Und für den Winter dann den zweiten einstellen. Weil wir ja auf jeden Fall fürs nächste Jahr, einer ist wieder älter geworden. Fürs nächste Jahr kriegen wir hier rüber Kartoffeln und hier kriegen wir Gras drüber. Womit wir dann ja auch schon mal einigermaßen arbeiten könnten. Stein ist okay. Stein, was wir kriegen, wird sofort zum Bauplatz gebracht. Ich stelle mal kurz 2 Bauarbeiter ein. Ich stelle mal kurz keine 2 Bauarbeiter ein. Weil wir jetzt gerade wieder Probleme mit Brennholz kriegen. Es taut. Es taut. Sehr gut. Alles taut. Das heißt, ihr beide geht da raus und fangt schon mal hier mit den Feldern an. Dann nehme ich hier mal einen Bäcker raus und ab aufs Feld. Und dann werde ich auch noch mal die beiden. Ja, sehr gut. Ist nochmal wieder jemand älter geworden. Uiuiuiui. Ich sag's euch. 5 Leute fürs Feld. Erstmal drin. Ich will wieder warten wegen dem Holz, ne? Wir haben gerade wirklich einen Holzengpass. Ich glaube, ich komme nicht darum, da hinten wirklich zu sagen, wir setzen da auch nochmal einen Kräutersammler und ein anderes Gebäude hin. Weil das natürlich auch durch die Felder wird es irgendwann verdrängt werden, ne? Soll ja hier sein. Eigentlich soll diese Jagdhütte ja hauptsächlich Tiere hier fernhalten. Und einen Holzfäller bräuchten wir dann wahrscheinlich noch irgendwo, ne? Wieder. Also einer ist halt zu wenig, ne? Einer ist definitiv zu wenig. So, wir sind bei plus 4 Grad. Es ist immer noch kalt. Ich lasse die noch drin. Ich lasse die noch ein bisschen drin. Die 3 hier unten. Und wir haben hier auch überall ein paar Leute, die hier arbeiten auf den Feldern. Knappes Ding, du. Knappes Ding. Ja, wir sind jetzt bei 40. Die Schornsteine qualmen noch. Die hören jetzt auf. Ein bisschen. Das heißt, ich ziehe hier einen raus und setze den nochmal hier aufs Feld. Sehr gut. Werde ich einen zum Bauen einteilen. Man sieht schon 2 die Holzfällen hier, ne? 2, die hier Holz fällen. Ja, ich guck mal eben. So ein bisschen auf die Zahlen achten und mal drauf schauen. Und dann werde ich jetzt, glaube ich, einen hier fürs Bauen einteilen. Aber wenn die gerade nicht auf dem Feld sind, dann ist es okay, ne? Normal wachsend, auch normal wachsend. Sehr gut. Normal ist ja nichts Schlimmes. Ey, wir sehen unser Dorf wieder. Wir haben hier so ein bisschen die Bäume mal weg. Ich meine, die, guck mal, die plopsen hier schon so aus dem Boden wieder raus. Ist unglaublich. Das ist nicht wenig, ne? Das ist nicht wenig, was wir da kriegen. So, hier auch nochmal Holz fällen. Brauchen wir halt leider, ne? Wir brauchen sehr viel Holz. Wir haben nämlich jetzt auch kein Brennholz mehr. Und an sich kein Holz mehr hier. Aber
aber plus 9 Grad, langsam geht's, ne? Langsam geht's, wir brauchen unbedingt Klamotten. Wir brauchen unbedingt Kleidung. Wie mache ich das? Ziehe ich den Bauarbeiter da vielleicht doch, upsala, doch vielleicht lieber raus und werde sagen, ziehe auch nochmal dich dann hier rein. So. Ja, doch, das ist okay, das ist okay. Wir kommen hier doch relativ gut rum, ne? Hier wachsen die Sachen. Hier wächst auch alles super. So wie es sein soll. Wir werden mal, ich glaube, einen Fischer abziehen. Ich glaube, einen Fischer ziehen wir hier mal ab. Und werden den zum Bauen schicken, ne? Weil die Lehmgrube könnte ja fertig gebaut werden, ne? Prinzipiell ist alles da. Wir ziehen mal einen Fischer ab. Wir ziehen mal einen Fischer ab. Wir haben ja auch zwei oder einen Sammler dafür jetzt, ne? Wir haben jetzt ja einen Sammler. Ah, ich weiß nicht, ob ich hier mit dieser einen Stelle glücklich werde. Ich brauche definitiv noch einen zweiten Holzfäller. Die haben nicht den größten Radius. Ich hätte den besser hier weiter hinsetzen können und dann hier nochmal einen zweiten, ne? Glaube ich. Also einen Förster meine ich natürlich. Weil wir wirklich Holzprobleme kriegen, ne? Wir kriegen wirklich Holzprobleme. Wenn wir hier nicht sagen, fäll mal die Bäume und sowas alles. Aber es geht, ne? Es geht, es geht, es geht. Bei 20 Brennholz sind wir. Da kann ich jetzt gleich jemanden rausziehen. Wir sind jetzt im Frühling. Eine Person vorerst reicht. Wir kriegen ja nicht mehr, ne? Wir kriegen ja nicht mehr. Wir sind ja erstmal hier und stecken quasi bei unserer Personenanzahl fest. Das heißt, wir brauchen da, glaube ich, gar nicht mehr so Leute, die so viel kloppen, ne? Ich nehme hier mal einen raus. Haben wir hier nochmal zwei. Sehr gut. Die fällen die Sachen hier. Feldarbeit ist voll besetzt. Bäcker nicht. Ein Bäcker, den schmeiße ich wieder an, wenn es dann soweit ist. Können wir aber sagen, prinzipiell, wir stecken einen ins Bauen. Kann die Lehmgrube fertig gemacht werden, weil Lehm brauchen wir noch, damit wir da vorankommen. Ganz kurz zehnfache Geschwindigkeit drin. Der Förster kommt halt nicht hinterher, wenn ich in der Holzhackperiode sage, wir haben da drei Leute drin. Ich meine, gut, wir haben jetzt auch ein Gebäude gebaut, was irgendwie 300 so und so viel Holz brauchte. Deswegen lass uns da mal abwarten, bevor ich jetzt das überstürze und sage, wir bauen uns da nochmal einen Förster hin. Bin gespannt, wie das mit den Feldern wird, ne? Die Arschschweine essen hier Sachen weg, aber wir können halt keine Jagdhütte bauen, weil es fehlt halt Gras. Heu und Stein fehlt. Fünf von 36, das sind ganz schön viele Arbeitsschritte, die machen müssen. Aber dann haben wir hier quasi Stein, da hinten haben wir Lehm. Wir kriegen hier einen Großteil, kriegen wir wirklich raus, ne? Wenn wir hier wirklich 2000 Gemüse rauskriegen, dann ist das okay. Ich werde nochmal einen hier einstellen zum Sammeln. Zwei Bauarbeiter. Ach, guck mal jetzt, man sieht wieder unser Dorf. Man sieht wieder unser Dorf. Auch schön, ne? Wenn man das mal sieht. Ich meine, wie gesagt, die Sachen wachsen hier zwischendurch, aber wir brauchten einfach ein bisschen Holz. Es wird ja, guck dir das mal an hier, das wächst so schnell wieder nach, da kommen wir gar nicht hinterher. Wie weit seid ihr denn? Du kannst bald geerntet werden, ne? Und du? Auch schon bald wieder und sind im Frühsommer. Also wenn hier Gras gewachsen ist und dann abgeerntet wird, was jetzt der Fall ist, geil.
viel kriegen wir? 936. Das ist erstmal ein bisschen, ne? Das ist erstmal ein bisschen. Dann haben wir hier Kartoffeln drauf. Wenn das kleinere Feld durch ist, bin ich am Überlegen zu sagen, wir machen hier als nächstes nochmal vielleicht noch ganz schnell Kartoffeln. Oder wir lassen's und ich werde in diesem Feld mal sagen 0. Hafer, ich guck gerade mal. Die sind hier halt noch dabei, ne? Ich weiß nicht, ob wir die Kartoffeln noch durchkriegen. Ist jetzt mitten im Sommer. Was könnten wir denn hier noch anpflanzen, ne? Ist gar nicht so viel. Nochmal Flachs weiß ich nicht. Da haben wir eigentlich 1400. Ich denke, das reicht erstmal ein bisschen. Ne, machen wir nicht. Machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Ich war am Überlegen, das zu tun. Aber, also zu sagen, komm, wir versuchen da nochmal eben vielleicht ein paar Kartoffeln oder so durchzukriegen. Aber das würde nicht funktionieren, glaube ich. Wenn wir das dann machen. So, wir holen uns nochmal ein bisschen Holz, auf jeden Fall von den älteren großen Bäumen. Ja, sehr gut. Nee, die Feldarbeit läuft. Oh, geil. Das ist sehr gut. Dann haben wir da erstmal auch wieder was auf Halde. Dann bin ich am Überlegen zu sagen, wenn ihr hier fertig seid, kann ich das auch auf nichts stellen? Nächste Periode? Nee, geht nicht. Ja, da müssen wir mal abwarten. Also das ist sehr gut, muss ich wirklich sagen, sehr gut. Wir kriegen hier 2093 Kartoffeln raus. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Also da dürften wir dann, auf jeden Fall, was das betrifft, keine Nahrungsprobleme kriegen. Und wir können unsere Jagdhütte oben fertig bauen, ne? Wir können unsere Jagdhütte oben fertig bauen, wenn wir dann auch noch Stein kriegen. Aber prinzipiell kriegen wir die Jagdhütte fertig. Wir können die Ressourcen hier holen. Wir haben die Lehmgrube, ist quasi fertig, ist in den letzten Atemzügen. Dann können wir uns auch noch Lehm besorgen, dann Stein. Und was wir dann noch brauchen, sind Erze, wobei wir hier auch noch viele Erze liegen haben. Also da werde ich auch erstmal die Sammelkelle drüber schwingen. Und dann werden wir mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Ich hoffe, dass wir weiterhin so wachsen. Ich müsste eventuell demnächst hier nochmal ein Haus hinsetzen. Das würde ich hier hinsetzen wollen, mit Blick auf diesen kleinen Bachlauf, Tümpel, wie man es auch nennen will, wahrscheinlich. Aber die sind halt auch sehr teuer, ne? Wenn ich mir die hier angucke, kleines Haus. Also es geht noch, aber ich hätte halt gedacht, ich würde das gerne so setzen. Weil du natürlich auf den Rücken dahin guckst. Ich weiß es noch nicht genau. Möchte ich das da hinsetzen? Ich denke, wir können mal ganz kurz, ich mache mal eben Pause, hier in die Statistik gucken. Ist eigentlich gut, ne? Warte mal, 80... 80 Fleisch war das Maximum. Wir vergleichen das mal mit der hier hinten. Nicht so viel, ne? Das war nicht so ertragreich hier bei denen. So eine Gesamtübersicht kann man sich nicht angucken, ne? Fleisch. Leder, alles. Ein Jahr, 10 Jahre. Ah, es ist okay, ne? Es ist okay. Aber da waren die hier deutlich besser. Wenn man sich die Statistik so anguckt. Oder heißt das erstes Jahr? Nee. Das heißt ein Jahr. Okay. Aber hier lief besser. Aber gut. Ist okay. Ich weiß nicht, ob wir den Jäger hier die ganze Zeit stehen lassen müssen. Da muss ich mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich würde aber sagen, wir sind am Ende einer Folge von Forest Village angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen, dann lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt wie immer gerne was in die Kommentare und wir sehen uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin. Beste.